Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, kann man so sagen. Wir reiten jetzt erstmal darüber. Und jetzt ist die Frage, müssen wir mit den Leuten noch reden oder müssen wir erstmal da durch? Moment, hier ist was. Ah ja, okay. Ihr wirkt ruhelos, Zahnradwandlerin. Falls ihr Arbeit sucht, solltet ihr mit Ras'Guruk reden. Den Bewohnern von Schlackenstadt ist eine helfende Hand stets willkommen. Ich suche nach einer Dunkelelfin, die von Konstabler Baldan festgenommen wurde. Wisst ihr, wo sie sein könnte? Ein weiterer Neuankömmling wurde entführt. Ich zeige euch die Schuppen des Mitgefühls. Ich weiß, dass Baldan grausam und unnachgiebig sein kann. Insofern ist das keine große Überraschung für mich. Ich kann Nachforschungen anstellen, wenn ihr wollt. Ich kenne Schlackenstadt gut. Bedauerlicherweise müsstet ihr mir auch einen Gefallen tun. Was für eine Art Gefallen? Ich brauche einen Animokern von einem Ungeziefer-Mechanoiden. Eine unserer Filtereinheiten gibt wieder einmal keinen Mucks von sich. Daher muss diese Aufgabe rasch erledigt werden. Wenn ihr einen Animokern besorgt, habe ich die Zeit, mich nach eurer Freundin umzuhören. Würdet ihr das für mich tun? Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Aber ja gut, ich suche einen Animokern für euch. Ihr habt ein gut geöltes Herz, meine Freundin. Die Mechanoiden schleichen in der Schlucht gleich vor dem Haupttor herum. Seid aber bloß vorsichtig. Dieses Ungeziefer kann einen in nur 2 Federdrehungen in Stücke reißen. Ich sollte Neuigkeiten für euch haben, sobald ihr zurückkehrt. Ja, also, ich denke mal, dass man theoretisch aber auch mit anderen sprechen könnte. Wir können zusätzlich noch mit anderen sprechen. Könnt ihr ein paar Münzen entbehren? Ich hatte nichts zu essen außer Draht und Dreck. Habt Gnade! Ich suche nach einer Dunkelelfin. Konstabler Baldans Schergen haben sie entführt. Wisst ihr, wo sie sein könnte? Sicher, ich könnte so eine Frau gesehen haben. Habe vielleicht ihre dunkle Haut und ihre roten Augen gesehen. Habe gehört, wie sie gequäkt hat, wie ein kaputter Skivomat. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Wenn ich einen vollen Magen hätte, könnte ich mich bestimmt leichter erinnern. Also da ich jetzt nicht extra noch die andere Sache machen möchte, gebe ich ihm mal das Geld. Ich denke mal, dass wir noch mit jemand anderem sprechen können und den einschüchtern können, aber ich mach's mal auf die schnelle Art und Weise. Hab Dank. Nun hört gut zu. Baldans Schläge haben eure Freundin zum mechanischen Fundament gebracht. Garantiert. Das ist ein Labyrinth unter der Stadt. Da kommt niemand jemals raus. Wenn ihr eurer Freundin hinterher wollt, dann macht nur. Doch ich würde euch raten, lieber nicht da reinzugehen. Okay, das ist auf der anderen Seite. So, es tut mir leid, aber du musst dein was weiß ich was selber suchen. Ich habe keine Zeit für sowas. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, wenn ihr das selber spielt. Dann könnt ihr der netten Argunierin auch helfen oder ich denke, weil es gab ja noch eine dritte Option, dass... War doch noch was zu lesen. Warnung an alle Bewohner. Vorsicht, jenseits dieser Tore kann eure Sicherheit nicht garantiert werden. Einmischungen in Faktorenaufgaben wird mit tödlicher Gewalt enteignet, genau. So, wir müssen zum Ende des Weges. Da muss ich die Kamera mal ein bisschen umschalten, damit ich das besser sehen kann. Weil ich nämlich direkt in die falsche Richtung reite. Guten Tag, Sie haben mich nicht gesehen. Ignorieren Sie mich einfach. Bin ich da? Ihr könnt euch natürlich auch hier durchboxen. Aber so geht's schneller. So, findet Kirith geradeaus. Da sollte sie dann auch schon bald sein. Ja. Ich bin hier, um dich zu retten, Kirith.
Haben sie euch auch hier reingeworfen? Ich wusste, ich kann nicht die Einzige sein, die so von Konstabler Baldern überrumpelt wurde. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um euch zu finden. Wir sollten gehen. Ihr habt recht, das sollten wir. Und das könnte ich. Aber noch nicht. Ich habe ein anderes Opfer von Baldan getroffen. Ein Khajiit namens Lankin. Er hat sich hier unten eingerichtet, aber er ist kein Krieger. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn hier raushole. Leider wurden wir getrennt. In Ordnung, wir können nach ihm suchen. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe es geschafft, dieses Schwert aus einer Leiche in der Nähe zu ziehen. Viel ist es nicht, aber für diese Faktoten braucht man keine scharfe Klinge. Nur einen kräftigen Schwung und viel Geduld. Seid ihr bereit? Setzen wir uns in Bewegung. Jawohl, Sir. So, er ist geradeaus. Wir können hier jetzt natürlich nicht reiten. Das heißt, wir gucken mal, dass wir mal ein bisschen schneller hier so außen rumlaufen. Oder ist er ist das? Nicht hier. Nein, den Göttern sei Dank. Die Leiche ist viel zu alt. Suchen wir weiter. Na gut, Kirev, wir suchen weiter. So. Immer im Außenbereich halten. Hallöchen. Mehr? Wie mehr? Jetzt kommen mehr. So, wo ist dieser Khajiit? Ich habe keine Zeit. Obwohl, naja gut, Kirev haben wir jetzt. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ordentliches Versteck, aber kein Lankin. Wir sollten weitersuchen. Ja, und wo, Kirev? Ich meine, wir sind ja jetzt schon überall am Suchen und passiert nichts. Oh, geht mir nicht auf den Sack. Na komm, der verfolgt mich sowieso. So. Hallo? Jetzt sagt sie nichts mehr. Jetzt müssen wir einfach so weitersuchen. Na gut, dann suchen wir einfach so weiter. Basti, komm. Wir können jetzt nicht mit denen spielen. Wir müssen weiter. Jetzt hätte ich die fast angegriffen. Ich glaube, das waren Spieler. So, euch muss ich aber angreifen, weil ihr lauft uns länger hinterher, soweit ich weiß. Moment, rechts rum. Wieder rechts rum. Ja, euch nehme ich jetzt alle. Ich komme mir gar nicht richtig hinterher. Also. Ach, dann halt nicht. So. Dann triggern wir hier noch kurz, damit wir dann wieder zurücklaufen können. Mach den doch mal. Hatte der jetzt. Immer die, wo man weiterläuft, haben dann was zu looten, ne? So. So, komm mit. Kümmert ihr euch mal um dieses Viech hier? Ich guck mal hier in der Ecke nach. Hallöchen! Endlich. Kommt mit uns, Lankin. Wir bringen euch hier raus. Freundin Kiret, helle Monde, lasst uns diesen mistigen Ort verlassen. Und ich meine immer noch, das wäre der, den wir vorhin schon mal gesehen hatten. Beziehungsweise in der letzten Folge. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Moment, hier links rum. Nein! Oh! Hallo! Ich dachte jetzt gerade, das war falsch. Aber das war gut. Heieiei. Habe ich mich jetzt erschrocken. So, rechts rum. Sagt mir, dass das der Ausgang ist? Nein, natürlich nicht. Kiret! Den Göttern sei Dank! Ihr habt doch wohl nichts Interessantes hier unten gefunden? Genug. Schön, dass ihr nicht gelogen habt, Reinor Varnus. Dieser Bastard Baldan warf mich ins Fundament. Lächerlich. Ich habe diese Frau meinen Lebtag noch nicht gesehen. Lügner, diesen warfst du auch hinein. Tja, die Beweise sprechen gegen dich. Oder besser gesagt, die Zeugen.
Dieser Reinor Varnus hat ein paar kühne Behauptungen aufgestellt. Falls ihr Beweise für die Verbrechen von Konstabler Baldan habt, würde ich vorschlagen, dass ihr sie vorlegt. Ich habe Kiras Entführung auf diesen Erinnerungsstein festgehalten. Neramo hat auch noch belastende Unterlagen. Ihr seid einfallsreicher, als ihr ausseht. Da wundert es einen nicht, dass die Weid sich euch als Gefährtin ausgesucht hat. Seth weiß, dass er die Hilfe brauchen kann. Ich werde Baldan bewachen lassen, bis ich die Gelegenheit hatte, mir die Beweise anzuschauen. Und was euch angeht, ihr könnt gehen. Hab Dank. Luciana, ich würde dem Konstabler nach unserer Rückkehr in die Basilika gern ein paar Fragen stellen. Macht euch keine Gedanken, Varuni. Ihr wisst, wie überzeugend ich sein kann. Das tue ich, und das macht mir Sorgen. Tut euer Schlimmstes, dünnbeinige Vettel. Seht, stehe euch bei, wenn sie das tut, Konstabler. Ja, ich würde dann allerdings sagen, bevor ich jetzt mit der spreche, ist das jetzt, nee, es ist noch nicht abgeschlossen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dieser Narr hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Durch Fehler wird man klug, schätze ich. Meint ihr, dass er weiß, was er zugibt? Meint ihr, dass er mehr weiß, als er zugibt? Oh, ganz sicher. Baldan kann all das nicht alleine auf die Beine gestellt haben. Aufzeichnungen löschen? Zugriff auf verwahrloste Teile des Fundaments? Das sind nicht die Taten eines einfachen Meer. Jemand muss ihm geholfen haben. Jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, wer das war. Meint ihr, er wird reden? Das wird er. Auf die eine oder auf die andere Art. Für den Augenblick feiern wir erst einmal eure Leistung. Ihr habt Initiative, Kreativität und Tapferkeit gezeigt. Samt und Sonders Qualitäten, die zu einem Diener Seths passen. Ihr sollt meine Bürgschaft haben. Werdet ihr auch für Neramo, Reinor und Kirith bürgen? Natürlich. Jeder von ihnen hat eine Rolle bei eurem Erfolg gespielt. Und jeder von ihnen soll einen Teil der Belohnung haben. Geht und sprecht mit dem Uhrwerkregistrar in der Registratur. Er wird euren Namen in die Kodizes eintragen. Und damit seid ihr eine von uns. Wiederum habt ihr meinen Dank. Gern geschehen. Das werdet ihr bereuen. Denkt an mich, Aufseherin. Das werdet ihr bereuen. Das bezweifle ich. Schafft dieses befleckte Stück Schrott hier weg. Viel Spaß im Gefängnis, ihr Skever. Ah, ich komme gerade rechtzeitig. Boah, was ist denn so viel größer? Alter. ja. Dann gehe ich jetzt mal eben ganz schnell zu dem Typen, der uns registrieren soll. Damit das mal eben abgeschlossen wird. Entschuldigung. Kein Thema. Könnt ihr es reparieren? Es ist nicht kaputt, es folgt genau seinen ursprünglichen Protokollen. Ach, da hinten. Ich brauche kein Wachfaktotum. Komm ich hier hoch? Nee. Da kann ich nicht viel tun. Hier komme ich hoch. Und wenn ich euch etwas Geld für die Forschung anbiete? Ah, hier. Vielleicht kann ich. So, wo ist der gute Herr? Hier vorne. Dem Wort nach ziehe ich die Räder auf. Bitte nennt euer Anliegen oder geht eures Weges. Ich bin hier, um mich als Bürgerin zu registrieren. Willkommen, mögliche Einwohnerin. Bitte nennt euren Geburtsnamen und im Anschluss den Namen eures Bürgen. Gameplayerin. Probst Varuni Arvel. Träume. Fackelkäfer. Umgedrehter Krug. Bürgschaft bestätigt und archiviert. Das Licht des Wissens, Sotaseel, heißt euch in der Messingfeste willkommen. Geht hin und erschaffet. Ja, vielen Dank. Das hat sich ja alles bestens gefügt. Ja, wir sind aber immer noch bei der Quest. Die würde ich nämlich gerne abschließen. Wo die eine Reise endet, beginnt die andere. Ich kann mir vorstellen, dass es hier in Sotaseels Stadt der Uhrwerke noch sehr viel mehr zu entdecken gibt. Was steht also für euch als nächstes an? Nun kann ich endlich ernsthaft mit meiner Erforschung beginnen. Da wir uns jetzt unsere Bürgerschaft verdient haben, kann ich Ausgrabungsgenehmigungen und Antiquitätentransportscheine beantragen. Oh je, wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich vielleicht doch noch nicht gleich loslegen kann.
Was ist mit Rhaenor und Kyriff? Sie haben sich als nützlich erwiesen. Rhaenors Theorien erfordern zwar noch ein wenig Arbeit und Kyriffs Weigerung, auf die Stimme der Vernunft zu hören, hat mich schon beunruhigt. Aber alles in allem zufriedenstellend. Solange sie meiner Führung folgen, werde ich mich vielleicht auch in Zukunft wieder ihrer bedienen. Habt ihr das gehört? Er hat jetzt auch Kyriff gesagt. Und die anderen sagen alle Kyret. Aber das kann ich mir irgendwie, weil das ist halt TH, ne? Deswegen sage ich immer Kyriff. Die sagen das alle unterschiedlich. Warum soll ich dann wissen, wie man sie ausspricht? Ganz ehrlich. Passt gut auf euch auf, Neramor. Ich schätze eure Dienstbarkeit und Kollegialität, Assistentin. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Wenn ich die Bürokratie richtig verstanden habe, könnte ich eine Weile hier in der Messingfeste sein. Ihr könnt mich gerne aufsuchen, wenn ihr meine Unterstützung braucht. Ja, und wir erhalten lehrende Beine vom Set Warntüffler. Übrigens ein ziemlich cooles Set, muss ich sagen. Nicht das Nonplusultra. Aber wenn ihr Schaden verursacht, dann kommt so ein Ungeziefer-Mechanoid raus. Und der macht dann nochmal knapp 6600 Schockschaden. Also hier standardmäßig, was jetzt hier angezeigt wird. Und was noch viel cooler ist, während die Gegner in die Luft gestoßen werden und danach sind sie dann 2 Sekunden lang betäubt. Also ich finde es ein richtig tolles Set. Ich habe da früher auch sehr, sehr viel, bin ich damit rumgelaufen. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen, der auf der Suche nach einem schönen neuen Set ist. Nur wie gesagt, es ist natürlich nicht das Nonplusultra, was man haben könnte, um das Beste zu haben. Kommt auf die Situation natürlich an. Aber es ist ein ziemlich geiles Set, wie ich finde. Und wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Da seid ihr ja. Gut, wir haben viel zu besprechen. Die Weit für? Hier? Es ist mir ein echtes Vergnügen. Das kann ich mir vorstellen. Und nun geht eurer Wege. Ja, nun, wir sehen uns, Assistentin. Guten Tag, Fürst für. Kommt, wir müssen uns unterhalten. Weißt du, dieses arrogante immer, wir sehen uns, Assistentin, das ist meine Assistentin, das ist mein Laufbursche, der euch jetzt die Sachen übergibt. Er hat wenigstens auf Augenhöhe die ganze Zeit mit mir gesprochen. Aber dennoch können wir jetzt die Quest leider nicht annehmen, die er uns jetzt bieten möchte, weil wir nämlich hier jetzt einen kleinen Cut machen und ja, seine Quest dann in der nächsten Folge erst bearbeiten werden oder wie auch immer ich das jetzt sagen soll. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.